Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute werden die Oscars vergeben, auch bei uns an Bord. Nadja Münchenhagen war unterwegs in Singapur auf der Suche nach Köstlichkeiten. Und last but not least, wunderschöne Polarlichter. Viel Spaß! Heute Nacht werden ja in Los Angeles die Oscars vergeben. Und ihr habt es gehört im Vorfeld, es gab unglaubliche Diskussionen, Moderation, keine Moderation, wer soll moderieren. Ich denke, wir müssen den Kollegen in Hollywood mal zeigen, wie man es richtig macht. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zu unserer großen AIDA Luna Oscar Gala. Wenn wir hier auf dem Schiff mit unseren Kollegen und mit den Menschen sprechen, dann stellen wir schnell fest, dass sie die Seele dieses Schiffes ist. Den Oscar auf AIDA Luna für das Lebenswerk bekommt unsere Chief Purserin Simona Khan. Diesen Oscar, das ist heute nicht nur für mich, es ist für jeder, der Mutter ist und dabei ist für sein Kind, für jeder Kartoffelscheller, die wir da unten haben und für sie sorgt, für jeder Müllmann, der eigentlich unser Müll trägt. Für jeder von uns. Es geht weiter mit dem AIDA Luna Oscar für die Kategorie Bester Film International. Der erste Film, der eventuell heute Abend die begehrte Trophäe mit nach Hause nimmt, das ist der Reisefilm Unvergessliche Momente, Ihr Reisetagebuch. Aber auch dieser Film bekommt Konkurrenz und zwar vom Fernsehsender Deutsche Welle TV. Diese Kategorie wird noch einmal aufgewertet durch den letzten Film, die Bukamera. Ton NDR 2 Schiffsdurchsage. Der Oscar in der Kategorie Bester Film International geht an Die Men in Black und den Reisefilm Unvergessliche Momente. Wir können leider nicht bei der Veranstaltung teilnehmen, weil wir weiter diese Arbeit leisten wollen, weil wir Filme für Sie produzieren wollen, die uns begeistern, die Sie begeistern und dass wir weiterhin für solche Auszeichnungen nominiert werden können. Moment mal, hast du jetzt aufgezoomt? Boah, echt jetzt? Was soll? Die nächste Kategorie verspricht auch sehr spannend zu werden. Es geht nämlich um den besten Hauptdarsteller. Das Liebesepos Casanova mit dem unvergleichlichen Leonardo DiCaprio. Donald Trump ist nominiert für den Filmklassiker White House Down. Für die dritte Person, die wir ins Rennen schicken. Und zwar geht es um den Kapitän von AIDA Luna in dem Streifen, in dem Thriller, könnte man auch sagen, Fluch der Karibik. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also wer heute Nachmittag schon mal im Theatrium war, ja, ich bin's wieder. Jetzt habe ich mir aber die Beine sogar rasiert für diesen sonderlichen Anlass heute Abend. Er ist sozusagen der Til Schweiger, der Meere, ja. Der AIDA Luna Oscar in der Kategorie Bester männlicher Hauptdarsteller geht an den Kapitän mit dem schönsten Doppelnamen der Flotte, Marc Dominic Tito. Einfach cruisen. Hier kommt der Kapitän. Wie soll ich sagen, wer diese Reisen unternimmt mit diesem Schiff, da bleibt nur noch ein Wunsch über und das wäre der Weltfrieden an der Stelle. Und von Hollywood, zack, direkt nach Singapur. Dort hat unsere Lektorin Nadja Münchenhagen mal nach den Köstlichkeiten auf dem Markt geguckt und die Geschmäcker sind schon verschieden. Guck mal. Wir fahren Richtung Chinatown und kommen erstaunlich schnell voran. Man könnte sagen, im Moment ist Singapur richtig schön leer. Voll wird es erst Ende Januar, wenn das chinesische Neujahrsfest gefeiert wird. Was aber jetzt schon da ist, das sind die Vorhersagen fürs nächste Jahr. Und ich bin natürlich sehr neugierig, wie mein kommendes Jahr wird. Ich bin 1965 geboren, ich bin also Schlange
Und vor allem werde ich davor gewarnt, dass ich mich nicht aufs Meer begeben soll. Und als verheiratete Frau soll ich aufpassen, dass zu Hause kein Feuer ausbricht. Im 19. Jahrhundert kamen tausende Chinesen auf der Suche nach Arbeit nach Singapur. Sie gründeten Unternehmen oder schufteten als Lastenträger und brachten vieles aus ihrer Kultur und die vertrauten Speisen mit. Im heutigen Chinatown findet man daher neben den geldbringenden Winkelkatzen und so manchem Schnickschnack auch hochwertige Essstäbchen und kunstvoll von innen bemalte Kugeln. Was mich aber vor allem interessiert, sind die kulinarischen Seiten des Stadtteils. Durian gilt als der König der Früchte und wird auch Stinkfrucht genannt. In Asien eine beliebte Delikatesse. Very good. Okay, I try. Für 12 Euro kaufe ich 3 kleine Stücke und setze mich an einen Tisch mit indonesischen Touristen. Also unser F&B-Director, der Thomas Geisler, der hat mir einen großen Tipp gegeben. Er hat gesagt, wenn du Durian isst, Nadja, zieh auf jeden Fall Handschuhe an, sonst riechen die Hände tagelang. Das mache ich jetzt. Danke, Thomas. Für einen Rückzieher ist es jetzt zu spät. Ins Taxi und die U-Bahn darf ich die Durian wegen des Geruchs nicht mitnehmen und überlasse sie gerne meinen Tischnachbarn. Thank you, enjoy the Durian and bye bye. Bye bye. Nächstes Ziel, Hawker Chan. Der erste Schnellimbiss, der mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Your famous dish, which one is it? Famous is chicken rice, chicken is me. So please, one. Ja. Michelin getestetes Essen für nicht einmal 6 Euro. Ich bin echt neugierig, wie es schmeckt. Mehr als 200 Hühner werden hier jeden Tag verzehrt. Der Laden ist inzwischen weltweit bekannt. Die Haut, das ist hier das ganz Besondere, denn das ist genau nach dem Chef, nach Herrn Chan des Hauses gewürzt. Aber es ist wirklich köstlich, es ist wirklich köstlich. Satt und zufrieden kehre ich zurück zum Hafen. Es war einfach ein toller Tag in Singapur. AIDA steht ja für Vielfalt und das beweisen wir euch sofort. Wir springen von Asien in den hohen winterlichen Norden und gucken uns die fantastischen Nordlichter an. Auf Wiedersehen, Tromsø! Und wenn ihr jetzt so richtig Lust bekommen habt, an der Vielfalt teilzunehmen, ob im Norden, in Asien, in Afrika oder in Europa, dann geht ihr jetzt ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und ganz besonders für euch habe ich die Verlockung der Woche. In Gran Canaria starten wir unsere Reise und fahren als erstes zur Blumeninsel Madeira. Danach nehmen wir Kurs auf Lanzarote. Wir besuchen noch La Palma und Teneriffa und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Gran Canaria. Und jetzt habe ich was ganz Besonderes für euch. Am Ende kommt ja immer die schönste Musik von Bord mit den schönsten Bildern von Bord. Diesmal aber nicht auf der Bühne, sondern wir machen Spaß und Musik da, wo Platz ist. Manchmal auch in einer Crewkabine. Das ist so ein bisschen wie diese Talkshow-Geschichte aus Amerika. Guck mal. Nothing more to say. Where is superstitions?
Dow was on his way. Nicht vergessen. Das sorge ich dir, das glaubst du mir. Ist das der neue Katalog, war von AIDA. Mein Hotel zeigt mir die Welt. Es sind wunderbare Kreuzfahrten drin, war für jeden was dabei. Euch alles drin, das ist wunderbar. Ja, guck's mal an, ne? Jetzt in eurem Reisebüro oder bei AIDA. Mein Hotel zeigt mir die Welt.